So, da bin ich wieder. Machen wir doch nochmal weiter. Haben gerade Physical 100 geschaut beim Essen und muss echt sagen, bist ja wahrscheinlich eine meiner liebsten Sportshows. Also gefällt mir zum Beispiel viel besser als die. Nicht Ninja Warrior, da habe ich. Ich weiß gar nicht, ob es so heißt. The Cage oder nee, wie heißt es? The Beast oder sowas, genau. Das ist auch gut. Genau, Ultimate Beastmaster, sowas ist auch gut. Aber ich finde, das ist tatsächlich noch mal so einen kleinen Ecken interessanter, halt einfach von der Erzählungsweise her. Ist ja auch sehr anders halt. Aber auf jeden Fall sehr, sehr cool gemacht und hat auch sehr, sehr coole Teilnehmer. Also der eine von denen ist wirklich ein Beast, auch wenn es nicht Beastmaster ist. Genau, es gibt so schon echt ein paar Kandidaten, den würdest du tatsächlich so im Allgemeinen, denke ich, sehr gönnen, wenn sie es gewinnen würden. Einfach, weil sie halt genau das zu dem passen, was die Sendung eben möchte. Ja, also die Sendung müsste schon irgendwie komisch designt sein, dass die nicht gewinnen. Aber wäre, wie gesagt, allen zu gönnen, die mittlerweile weitergekommen sind. Denke, jeder hat seine Eigenarten. Aber im Allgemeinen, glaube ich, sind sich auch die Teilnehmer, denke ich, wenn man sie fragen würde, einig, wenn sie denken würden, dass wer gewinnen würde momentan. Aber genau, man weiß ja nie, wie die Sendung genau ist. Der Classic Rubber Duck ist definitiv ein super Item. Und genau, das ist tatsächlich eher was für Sniper. Das ist unmöglich für uns. Und das hier ist kompletter Bullshit aus meiner Sicht. Wie viele Ziele haben wir dann, bevor wir es hier? Ich habe es nämlich vergessen. Genau, wie viele Ziele? Gar keine haben wir momentan noch. Okay, also zwei Tresor, ein Tresor, zwei Ziele. Könnten wir tatsächlich versuchen, daran zu arbeiten? Genau, Explosive Kill Remote. Ich glaube, die Ente gilt dazu. Weil die Remote-Variante ist. Ja, interessant, dass der eigentliche Payout gar nicht so groß ist. Ich glaube tatsächlich, dass das schwierig ist für uns, das zu machen. Wir könnten das mit einer Shotgun gewährleisten, denke ich. Bewerkstelligen. Den Collateral Kill, aber das ist sehr, sehr riskant, denke ich. Genau, Hide and Seek mit Timer-Resets könnten wir probieren. Ich kenne die Maps aber nicht so gut. Aber wir können es auf jeden Fall mal probieren, wie das abgeht. Ansonsten denke ich, dadurch, dass unsere Gear-Capacity bei 10 ist, ist 10 das Maximum? Ich habe keine Ahnung. Es könnte gut sein, dass 10 schon das Maximum ist. Das wäre jetzt eine solide Zahl und da passen doch einiges an Waffen rein. Andererseits haben wir, na, so viel haben wir gar nicht dabei. Also könnte schon noch hochgehen. Also würde mich jetzt nicht wundern, wenn es am Ende doch bei 20 wäre. Genau, und das Wichtigste ist definitiv, dass wir uns beeilen und versuchen, das Hide and Seek zu machen. Stimmt, hatten wir nicht auch was freigeschaltet? Stimmt, ganz, ganz viele Sachen hier freigeschaltet. Ich würde es irgendwann anders machen. Das ist, denke ich, jetzt nichts wirklich Kritisches. Vielleicht. Andererseits, vielleicht schalten wir damit neue Fähigkeiten für die Mission frei. Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Kann sein, dass man so Hauptstory-Sachen erst dadurch freischaltet. Also die man in der Hauptstory normalerweise eh machen konnte. Aber glaube ich fast nicht. Ich glaube, man kann von vornherein kreativ sein, wie man will. Manche Leute nennen das ja auch den Late-Game-Modus für das Spiel, aber ich finde, das ist nicht richtig. Genau, also aus meiner Sicht würde ich das nicht als Late-Game-Modus bezeichnen. Das ist einfach ein eigenständiger Modus, den man auch als Late Game spielen kann, aber finde ich, macht das Late Game von Hitman eigentlich nicht obsolet. Okay. Los geht's. Wir sind in einer Karte. Haben nicht so viel Zeit, bis es losgeht. Wo sind wir denn? Auf welcher Karte? Das würde uns helfen, vielleicht mental zu wissen, wo wir sind. In Marrakesch. Ja, das hilft mir ein Scheiß. Surprise. Zu wissen, dass wir in Marrakesch sind, ist actually nicht sonderlich nützlich. So, Hide and Seek. Relativ viel Zeit haben wir da noch. Da drin sind einige Gegner, muss man sagen. Also das, die alle zu bewerkstelligen mit einer Waffe hier, wird auf jeden Fall eine Herausforderung sein. Ist es möglich? Ich denke schon.
Ja, ich denke auf jeden Fall, wir können die hier. Können die bewerkstelligen. So, eine Leiche wurde schon gefunden. Von dem da. Sechsundfünfzig Sekunden. Vierzig Sekunden. Ist egal, können wir immer wieder ins Gleiche reingehen. Das ist eigentlich ziemlich easy, wenn man in der Nähe von was bleibt. Weil 2 Minuten sind ziemlich viel. Das ist was, was schon, was man bei anderen als Objective hat. Genau, ich würde die tatsächlich jetzt erstmal normal hier lassen. So, ich kenne die Karte überhaupt nicht. Ich glaube, ich Marrakesch. Definitiv neu für uns. Was, warum? Genau, Marrakesch leider neu für uns. Eine 1,55, bis wir vorbei wieder wohin gehen. Ja, das wird sehr, sehr schwer werden, das zu machen. Okay, aber das Gute ist, wir sind im Militärgebiet gespawnt, was, denke ich, ein guter Spawn ist, weil es ein schwerer Start. Aber da gibt einem riesige Vorteile später, weil man halt eben als Militär voll bewaffnet durch die Gegend laufen darf. 1 Minute 35, bis wir uns verstecken müssen. Boah, das ist ja cool, Marrakesch. Das geht hier richtig ab hier. Holy shit, sind das viele Leute. Da ist eine mitten in der Menschenmenge. Ich suche immer noch nach was, wo wir uns verstecken können. Da ist eins unserer Targets. Ich hoffe, dass hier oben was ist. Hier dürfen wir nicht sein. Shit. 54 Sekunden. Ah, nice, hier. Haben wir sie gar nicht töten müssen. Genau, aussteigen resettet es. Also können quasi strategisch planen. So, wo ist unser Ziel? War ganz in der Nähe. Da. Was können wir hier machen? Land in as a customer. Als Militär, echt? Nee, das ist nicht gut. Okay, keine Ahnung, Marrakesch scheint ein ziemliches toughes Pflaster zu sein. Richtig cool, aber auch mega scheiße. 1,42 noch. Ja, es sind so viele Leute. Ich weiß gar nicht, wie wir den. Wir könnten den Rubber ducken, wenn wir wollen. Ja, durchaus möglich. Ihn zu Rubber ducken. Salam. So, wer weiß, wann die auf uns schießen. Das ist eine Sackgasse. Selten im Spiel, dass ein Türmer eine Sackgasse ist. Hey, nein. Also, was ich away putte, ist euch. Shit, wo ist was zum Verstecken? 30 Sekunden. Fuck, fuck, fuck. Wo gibt's was zum Verstecken? Nice. Der Typ so, was macht der in der Mülltonne? Ach, ist mir eigentlich auch egal.
So, wie geht's nach unten? Lass mal ganz kurz hier die Karte benutzen, weil wir so scheiße sind. Hier jetzt rechts und dann nochmal rechts. Richtig? Ja. Beim Strong Shoes Shop. Ja. Glaubst du selber nicht? Ja, noch 2 Minuten. Das sollte easy reichen. Shit, wo ist der? Gerade Treppen hoch. Geht mir überhaupt nicht gerne. Shit, Karten, die man nicht kennt, zu machen, ist fucking Ace. Nice. 1,57. Müssen wir die komplette Mission das durchhalten? Ich hoffe nicht. Nope. Sorry. Der Typ ist gerade, glaube ich, an der Stelle, wo man gut töten kann. Ich nehme alles zurück. Ich nehm actually alles zurück. Wir müssen ganz kurz was finden, wo wir uns verstecken können. Geht, es ist gar nicht so schlecht. Es hilft wirklich besser zu sein im Spiel, um sowas zu machen, weil wir mittlerweile doch sehr, sehr souverän die Gebiete navigieren können. Okay, das ist dein letzter Raum, den du betreten wirst, deinem Leben. Wait, auch jetzt müssen wir. Oh mein Gott, wo ist denn der Ausgang? Shit, der ist geschlossen. Fuck, wo? Oh, ganz da hinten. Okay, wir wissen, wo die Schränke sind. Oh, dem ist es subjective, aber lustig. Ich hab die Pistole nur draußen, dass wir im Ernstfall so schnell wie möglich schießen können. Und da es den meisten Leuten echt scheißegal ist. Scheint den Leuten egal zu sein, wenn du, weil der hat uns nicht gesehen, glaube ich. Aber noch mal einen Schrank, aber ich glaube, das sollte auch so gehen. Oh, die Map ist auch cool. Instinktive Navigation. Okay, das sind Leute, die uns vielleicht kennen in die Richtung. Also ich finde auch richtig gut gelöst, dass man mit Waffen nur so rumlaufen kann. Ja, das funktioniert natürlich nur in Gebieten, die so sind wie die hier. Das sollten wir locker haben. Let's go. Okay, das ist ein gutes Objekt, das müssen wir uns merken. Ja, clean, schnelle Kills. Warum läuft es jetzt so viel besser als noch früher? Weil wir eine Silence-Waffen haben. Das ist actually der Hauptgrund. Haben wir Nebenmissionen gemacht hier? Ne, wir haben uns komplett auf das Zeitlimit fokussiert. Ich habe keine Ahnung, was die Nebenmissionen waren, ehrlich gesagt. Ich habe es vergessen. Ey! Oh, trotzdem. Und das hätten wir eh fast nicht geschafft. Weil das hätten wir machen können. Ah, shit, das hätten wir easy machen können. Wir hatten ja den Rubber Ducky dabei. Müsste immer an den USB-Stick, wenn man den Ducky oder wie auch immer der heißt, denken. Unter 10 Minuten. Und 4000. Solide. Und wir haben sogar noch Mercies gekriegt. Die Mercies sind irgendwie so. Du kriegst alle paar Level Mercies, die du dann instant halbieren kannst. Oh, ein besseres Boot. Zwei bessere Boote. Ja, lass mal ganz kurz dann die optischen Sachen machen.
So, jetzt kommt nämlich das Finale von dem Arc. Genau, also ich kann schon mal sagen, dass ich die anderen Sachen alle behalten möchte. Aber lass mal unser Boot customizen. Aber hast du schon gesehen, denn das ist ja hier unten, kommt mit den Felsen hier. So dieses Unterirdische, habe ich ja schon gezeigt. Das hier. Wo der Plan... Und jetzt guck, wo das halt ist. Mal gucken. Ist die Treppe hoch und dann ist da ein hochmachbarer Kühlschrank. Oder runterfahrbarer Kühlschrank. Und guck, dann bist du draußen. Das ist deine... Was ist Fake-Wohnung? Also, es ist, er wohnt hier wirklich da. Okay. Ja, in der Natur, und hast du so ein Dach mit Moos und alles. Du kannst da die Sachen customizen. Ich muss sagen, dieses Holzboot, auch wenn es klein ist, das italienische hier. Hat irgendwie mehr Charme als dieses große, protzige, schwarze Boot. Aber warten wir mal, bis die Texturen da reinladen. Nee, ich mag tatsächlich das kleinere Holzboot sehr, sehr gerne. Das ist sehr, sehr nice. Genau, da scheine ich mehr auf Klasse als auf Speed zu setzen. Clean Surface? Ich würde gerne. Und was haben wir jetzt freigeschaltet? Vielleicht geht es auch bei uns aus irgendeinem anderen Grund nicht. Ich hoffe, das ist nicht DMCA, ist ehrlich gesagt. Monka. Pick up Banana. Was? The fuck? Wir haben nix. Versteh's nicht. Ja, was genau? Was haben wir? Haben wir jetzt was Neues platziert? Ist die Banane neu vielleicht? Ich habe keine Ahnung, was das gerade war. Kann irgendwie nicht next machen. Bin ich blöd? Hä? Wait. Ist das bugged? Ist das actually bugged? Ich kann... Ihr seht es, ich kann nicht mehr interagieren mit Objekten. Geht nicht mehr. Fuck. Ja, es geht nicht. Okay, also irgendwas ist bugged gerade. Egal, hoffen wir mal. Wir können irgendwie die Sachen nicht auswählen oder sie sind direkt schon da oder so. Aber ihr seht es ja, dass wir die ganze Zeit dieses Menü da haben. Das sollte eigentlich nicht der Fall sein. Na, dann ein andermal. Ich hoffe, was nicht buggt, das ist hier. Genau, wenn das hier buggt wäre, das wäre sehr anarchy. So, Whittleton Creek, USA. Natürlich ist es alerted. 6 Suspects, 1 Safe, 2 Kuriere, 1 Supplier. Wir können tatsächlich bei einem Supplier eine Waffe mitnehmen. Hätten wir beim letzten Level vielleicht machen sollen, aber da hatten wir das Zeitlimit, was tatsächlich das ein bisschen trickier gemacht hat. You've done well, 47. We now have information on the syndicate leader's current whereabouts. Irgendwas stimmt nicht, seht ihr das? Auch da das. Irgendwas ist komisch gerade. Normalerweise macht er den Koffer auf und wir schauen rein. Lass mal ganz kurz raus und wieder reingehen. Und hey Max, maximal, alles klar bei dir? Genau, hoffentlich fixt es den Bug. Das erste Mal, dass wir ihn hatten. Da sollte normalerweise ein Menü sein. Normalerweise ist da ein Menü, startet man das Spiel neu.
Hoffentlich haben wir es nicht gebrickt. Das wäre sehr schade. Das erste Mal haben wir richtig Erfolg in der Kampagne. Und das ist für unsere Verhältnisse richtig Erfolg. Es wäre wirklich schade, wenn wir jetzt nicht weitermachen könnten. Ja, wie sie sich immer rechtfertigen, dass ja ganz viele unterschiedliche Leute bei dem Spiel mitbewirkt haben und es deswegen definitiv nicht offensive sein kann. Ja, mal gespannt. Kriegen wir. Schade auch hier, dass die linke Maustaste und Leertaste nicht geht. Wäre ziemlich nice gewesen. Bitte lass es gehen. Gott sei Dank. Ich hatte gerade Angst, dass Monster Modus des Brickless. Das wäre alles andere als cool gewesen. Ich interagiere lieber nicht mit den Objekten nochmal. Oder doch? Ich finde es geil, wie er einfach nur dasteht und sich die Sachen anschaut. Ja, so machst du halt einfach nur Alltag. Normalerweise. Okay, was haben wir hier? Okay, wir können Müll haben. Das da. Oder das da. Ich muss sagen, ich mag das runde Bücherregal sehr gerne, aber ich mag auch die Palme tatsächlich. Sehr gerne. Ich finde beides ehrlich gesagt schön. Das ist vielleicht so ein bisschen Matsch mit den vielen Schubladen in der Ecke. Auch wenn das Runde sehr, sehr cool aussieht, hat das ein bisschen mehr Klasse. Andererseits, das ist auch so ein bisschen Richtung eher Overkill. Vielleicht passt das doch besser zum anderen Stil. Weil der Stil ist modern, der ist antik. Der andere war so ein bisschen mehr in die Richtung antik. Und damit es homogener ist, würde ich hier auf jeden Fall den Stil hier wählen. Ja, das ist ein bisschen homogener. Das ist auch ein bisschen zu modern vielleicht für das andere. Aber einfach vom Stil vielleicht so eine ganz kleine Ecke passender. Sorry, mein Hals ist gerade gefickt. Oh, nee. Oh, ja. Wenn die Texturen laden, also manchmal laden die Texturen ein bisschen langsam beim Bildern. Nicht immer. Manchmal bleibt es bei der abstrakten Kunst. Dann Rund gefällt dir auch besser. Ja, ich finde Rund auch besser. Nur das Regal ist ein bisschen und die Pflanze hier ist ein bisschen weniger cool. Ich finde, das hat irgendwie was. Also das ist vielleicht ein bisschen triest. Deswegen vielleicht das hier. Das hat so ein bisschen so herbstliche Vibes. Und auch nochmal hallo an dich. Ja, du schaust gerade nur vorbei, weil ich mir überlege, auch Hitman zu kaufen. Wie findest du es denn bis jetzt? Und muss man die ersten Teile kennen, um gut spielen zu können? Okay. Ich versuche dir darauf eine gute Antwort zu geben. Die Frage ist erstmal, hast du überhaupt einen Hitman gespielt? Also es gibt ja sehr viele Teile. Also es hat ja nicht mit Hitman 2016 angefangen, also mit dem ersten Teil quasi, sondern es gibt schon ganz lange Hitman. Genau, also erstmal die Frage, hast du überhaupt einen Teil gespielt? Einfach nur grundsätzlich, damit ich weiß, ob ich irgendwo Referenzen bringen kann oder einfach am besten bei Null anfange. So, das ist eine kleine Topfpflanze. Das sieht cool aus, muss ich sagen. Me like. Hat auch was, aber ist halt nur eine Pflanze. Und das sind die Kartons. Genau, die Kartons sind halt noch nicht da. Warum nicht? Jetzt frage ich mich aber, ob das andere Bild dazu... Nee, komm jetzt. Das Spiel ist eigentlich in Wirklichkeit nur ein Inneneinrichtungs... grauenhaftes Bild. Ich hab's nicht so mit abstrakter Kunst, aber ich glaube, in diesem Falle gewinnt die geometrische, simplere, abstrakte Kunst bei mir. Da kann ich wenigstens noch ein bisschen Schönheit drin erkennen. Also wie viele Bilder haben wir gekriegt? Hier können wir nur das Bild hinmachen. Okay, ich mag keine Duplikate, ich gebe es zu. Also gehen wir das Bild, machen wir das Bild woanders hin. Nicht gespielt, aber ich kenne mich sehr grob aus. Okay. Also grundsätzlich, ich habe die alten Hitman-Teile gespielt, aber die neuen Teile nicht. Und die neuen Teile sind ja relevant für den Teil. Weil, also wenn du Freelancer spielst, ist ja Teil 1, 2 und 3 quasi drin. Und die neuen Teile habe ich gar nicht die Kampagnen gespielt. Also ich habe nur den Freelancer-Mod gespielt und das ist auch der Grund, warum ich es mir überhaupt erst geholt habe. Weil ich definitiv mehr ein Fan bin von Roguelites als so Sandboxigen Spielen, wo ich mich selber beschäftigen muss.
Andererseits aber jetzt, wo ich das Spiel gespielt habe, glaube ich auch, dass mir die Kampagne viel Spaß machen würde. Aber ich glaube trotzdem, der Roguelike-Modus ist für mich das, wo ich am meisten Spaß mit persönlich haben werde. Ich denke aber trotzdem, beides ist sehr, sehr gut. Spielt sich aber definitiv anders. Jetzt ist die Frage, für was möchtest du dir Hitman kaufen? Willst du den Freelancer-Modus spielen, das, was wir quasi jetzt gerade spielen, der neueste Modus im Spiel? Oder möchtest du eher die Kampagnen spielen? So die Frage, weil zu den Kampagnen tatsächlich, wir haben einen Viewer, der öfters da ist, Neutralomi, wenn der da ist, der kann ja definitiv mehr über die Kampagnen erzählen. Aber ich denke, auch da wird sicherlich, werden die fantastischen Level auch fantastisch sein. Und er meinte auch, sie sind sehr gut und auch, ich denke auch, sie sind sehr gut von dem, was ich so mitbekommen habe. Aber der Freelancer-Modus wiederum ist anders von der Struktur halt eben vom Spiel her. Also wenn du Roguelites kennst, quasi man stirbt und dann beginnt man nochmal von vorne, wenn man gestorben hat, hat aber quasi so eine permanente Fortschritt im Hintergrund. Und je nachdem, was von beiden du mögst, magst oder ob du beides magst, ist natürlich eine andere Erfahrung. Aber an der Seite die Frage, ob man die ersten Teile kennen muss. Seitdem dieser Modus draußen ist, ab dem 24. kriegst du Hitman 1 und 2 geschenkt, wenn du Hitman 3 kaufst. Das heißt, Hitman 3 zu kaufen, wenn du es zum Beispiel am PC jetzt kaufst, kannst du sogar auf Key-Seiten einen alten Hitman 3 Key kaufen, dann zahlst du, glaube ich, nur, ich habe keine Ahnung, irgendwas zwischen um diese 40, 50 Euro, glaube ich, dann für den Key, anstatt halt eben die 70 und kriegst trotzdem Hitman 1 und 2 freigeschaltet, weil es alle Leute, die Hitman 3 besitzen, auf Steam automatisch kriegen. Genau, also ist der Buy-in-Preis deutlich niedriger, als du vielleicht, wenn du auf Steam schaust oder so, vielleicht denken magst und du kriegst halt 1 und 2 geschenkt. Ja. Egal, ob du jetzt nur den Freelancer-Mode spielen willst oder halt die Story-Kampagnen. Und plus noch vier, ganz viele andere Sachen. Im Game Pass, das ist eine super Frage. Ich habe den Game Pass, ich habe gar nicht nachgeschaut, ob das im Game Pass ist, muss ich zu meiner Schande gestehen. Normalerweise bin ich der totale Game Pass-Mensch. Ich habe gar nicht gemerkt, dass das im Game Pass ist. Ich schaue gerade mal ganz kurz nach, lädt leider ein bisschen langsam. Der Game Pass. Das ist nett gemeint gerade, er lädt gar nicht und ich weiß nicht warum. Er zeigt mir zumindest meine Bücherei an, aber genau, jetzt alle Spiele. Ich guck mal ganz kurz, Hitman. Welches Hitman ist denn im Game Pass drin? World of Assassination ist tatsächlich im Game Pass drin. Ja, dann hast du ja eh kein Buy-in-Problem. Also wenn du den Game Pass benutzen möchtest. Das ist in der Tat im Game Pass drin. Haben wir jetzt aus Versehen das gekauft? Ich glaube, es ist okay, dass wir das gemacht haben auf Steam, weil wir hätten sowieso die Deluxe Edition noch dazu gekauft. Und dann haben wir halt jetzt das Spiel permanent auf Ding. Aber ja, okay, also im Game Pass ist es auch drin, wusste ich gar nicht. Schande über mein Haupt. Bereue es aber nicht, das auf Steam trotzdem gekauft zu haben, weil damit haben wir permanenten Zugriff. Game Pass wird ja irgendwann rausgehen. Und wir haben auch extra Content freigeschaltet, der dann nicht an die Game Pass-Version gekoppelt ist, die wir eventuell teurer nachkaufen müssen, weil Keys für Game Pass ist auf jeden Fall schwerer. Genau. Also gut, Game Pass auch noch drin. Und wie gesagt, du kriegst, wenn du Hitman 3 kaufst, 1 und 2 und die ganzen anderen Sachen, die halt in dieser Liste von World of Assassination auf Steam stehen, zusätzlich geschenkt. Genau. Ansonsten, weiß nicht, also magst du Schleichspiele erstmal? Das wäre die Frage, die ich auch stellen würde. Also magst du das Gameplay? Ich meine, du siehst ja gleich, wie ich spiele, wenn ich jemals wieder spiele. Offensichtlich bin ich ja hart stuck dabei, ein Bild auszuwählen. Es ist halt ein bisschen anders als die typischen Schleichspiele, weil du halt eben nicht dieses Schema F, geh hin, also töten Gegner, schleich vorbei oder lenk Gegner ab, schleich vorbei hast du und du hast halt eben diesen Verkleidungsaspekt und diese vielen kreativen Kills, die du eben machen kannst. Dadurch fühlt es sich, finde ich, sehr einzigartig an. Dadurch ist es ein bisschen schwer zu sagen, ob das dir wirklich sicher gefällt, auch wenn du Schleichspiele magst. Andererseits, wenn du jetzt nur Leute niederballerst, macht es bestimmt auch Spaß, aber ist definitiv nicht der größte Fokus vom Spiel. Also schießen und töten macht Spaß. Also auch mit Waffen, die nicht gesilenced sind. Aber es ist definitiv eher ein Schleichspiel vom Design her. Also man kann zwar auch ballern, aber ich glaube, am meisten holt man aus dem Spiel raus, wenn man ballert und schleicht. Genau, und die magst du schon. Genau, ansonsten, wie gesagt, ich meine, wir gehen ja gleich in eine Mission rein. Man mag es kaum glauben. Dann siehst du ja in der Mission, wie es sich ungefähr spielt. Aber die Frage halt, ob du die Kampagne zuerst spielen willst oder den Freelancer-Mode, kann ich dir nicht beantworten. Ich kann dir nur sagen, dass wahrscheinlich die Kampagne ein einfacherer Ort ist, das Spiel kennenzulernen. Weil du kannst in dem Roguelike-Modus, wenn du stirbst, halt nicht einfach F9 drücken oder was auch immer die Quick-Load-Funktion ist und es nochmal, nochmal, nochmal probieren, bis es halt eben klappt. Einmal schiefgelaufen, Mission gescheitert, das zweite Mal schiefgelaufen, Kampagne gescheitert. Genau, und da ist es nicht ganz so experimentierfreudig, das Spiel.
Wenn man, also ich sage mal, ist in der Lage, es zu verkraften, dass man dann eben nochmal komplett von vorne beginnt. Genau, ich weiß jetzt gar nicht, das alles hier, was wir machen, Freelance Modus, weiß gar nicht, ob ich dir das viel zu sagen soll, weil es halt eben so anders ist als das Hauptspiel. Genau, also Hitman 3 ist jetzt World of Assassination seit dem Upgrade, also genau, also die, okay, sie redet nicht weiter. Die Entwickler haben gesagt, mit Freelancer Mode, weil das braucht alle drei Hitman-Teile, damit es funktioniert, weil die Karten aus allen drei sind, ist aus Hitman 3 Hitman World of Assassination geworden und du kriegst alles, was bei World of Assassination dabei ist, geschenkt. Das Unvorteilhafte ist leider, dass zum Beispiel noch das Icon vom Spiel immer noch Hitman 3 sagt. Es sagt auch in der Steam Library Hitman 3. Aber sobald du Hitman 3 auf Steam zum Beispiel besitzt, wird daraus World of Assassination. World of Assassination ist einfach so ein Zusammenschluss aller Spiele in ein Spiel. Genau. Das heißt, du kannst quasi, weiß gar nicht mal, ob du überhaupt noch Hitman 1 und 2 getrennt kaufen kannst, aber es wäre nicht ratsam aus meiner Sicht, sondern Hitman 3 zu kaufen alleine ist definitiv das Beste. Genau, also du müsstest nicht unbedingt World of Assassination kaufen, sondern auch Hitman 3 alleine würde auch reichen, also wenn du eine Keyseite findest oder so, die das verkauft. Ja. Genau, also der Unterschied ist quasi keiner. Also Hitman, also es ist schon einer, also du hast nicht nur noch Hitman 3, sondern Hitman World of Assassination ist jetzt quasi das, was Hitman 3 geworden ist, plus 1 und 2. Was du automatisch aber kriegst. Ah, okay. Es ist wirklich leider blöd, ich habe auch erstmal recherchieren müssen, aber es ist wie gesagt ein Pluspunkt und du kannst sowohl Hitman 3 kaufen als auch World of Assassination, kriegst genau das gleiche. Lange Rede, kurzer Sinn. Oh mein Gott, nochmal einer, aber das ist Concussion. Ich meine, ich mag meinen Rubber Ducky, aber wir nehmen ihn mit, einfach nur weil er existiert. Epic Kill, keine Chance. Epic Melee auch nicht. Wow, das ist keine Chance, das zu schaffen. Keine Chance, das zu schaffen. Den Timer, das geht einfach nicht. Das sind wir nicht gut genug für. Genau, also stell dir einfach vor, wenn du das Hauptspiel machst, hast du noch ein bisschen mehr Story. Es gibt mehr Einführung in die Level. Es gibt unterschiedliche Missionspfaden, die du folgen kannst, die dann irgendwelche fancy Kill-Sequenzen haben. Die sind alle auch im Freelancer-Mode-Modus, denke ich, großteils möglich. Aber sie werden dir nicht gezeigt. Muss die selber finden, quasi. However, their identity is unknown. So to assist you, I have some intel that might help you on your mission. However, oh nein. So you need to be careful. Shit. We have the following information. They are here for a business meeting. As for the description, we know that they have red hair. Das ist richtig schlecht jetzt leider. Ah, vielleicht können wir eine Waffe kaufen. Der Waffenhändler ist direkt hier. Warte, wo ist der? Warte, der Händler ist nicht an der gleichen Stelle, oder ist es doch... Ist der in der Garage oder nicht? Gute Frage. Genau, also das Problem ist, das Spiel hat uns die Stealth-Pistole weggenommen. Also nicht weggenommen, sie ist hoffentlich noch vorhanden, aber das Problem ist, die fehlt jetzt tatsächlich. Also wir haben durch das Resetten, durch den Bug, den wir hatten, also dass wir nochmal raus und rein mussten ins Spiel, leider unsere Pistole nicht mehr ausgerüstet. Ich hoffe sehr, dass sie eine Stealth-Waffe hat, ansonsten wird die Mission um einige schwerer werden. Amen. Ja, das ist super. Das suckt. Das suckt richtig. Aber andererseits, wir können sie nicht verlieren. Also der Vorteil ist, wir können sie nicht verlieren. Der Nachteil ist, wir werden definitiv einen signifikanten Nachteil dadurch haben. Aber die Zeit läuft weiter beim Händler. Wow, das ist fies. Nee, keine Chance, dass wir hier... Also wir können jetzt einen Sniper kaufen, aber der lohnt sich überhaupt nicht. Okay, das heißt, die Mission ist jetzt gleich um Faktor 10 gefühlt schwerer geworden. Was sehr, sehr schade ist. Okay, und wir sind jetzt auch nicht der Experte in der Karte. Das ist natürlich jetzt kritisch. Ohne die Waffe auf jeden Fall. Das ist gerade in der Showdown-Mission, die besonders schwer ist. Keine zu haben, wird sich auf jeden Fall als äußerst nervig erweisen. Aber wir können hier von oben, denke ich, von dem Haus aus relativ gute Erkundungsarbeit machen. Genau. Und es ist tatsächlich ein Spiel für viele Spielertypen. Du kannst es sehr actionreich spielen, was manchmal aber auch nötig ist. Aber in den meisten Fällen kannst du durch gute Planung fast alle Action-Passagen vermeiden.
Genau, es ist auch eines für ruhigere Spieler quasi. Okay, also er hat eine Brille. Er hat vielleicht Ohrringe. Vielleicht eine Halskette und hat rote Haare. Ich hoffe, die Draw Distance ist gut. Ich würde den jetzt tatsächlich erstmal verwerfen, dass er kein Suspect ist. Weil, ich sehe keine Ohrringe. So, die sind alle ein bisschen weit weg von uns. Hat eine Brille, rote Haare. Kann man schon mal nicht verwerfen, deswegen. Aber wir brauchen mehr Informationen über die. Und was ist mit meinem Zoom los? No Suspects hier? Lüg mich nicht an, Alter. Ich wollte sagen. Wait, da sind noch zwei. Shit, die sind so weit weg für ihn. Okay, wir können nicht analysieren. Okay, wir müssen näher ran. Schade, dass das Spiel das nicht erkennt, weil ich erkenne es optisch, aber das Spiel scheinbar nicht. Okay, wie können wir da am besten reinkommen? Das ist eine gute Frage. Ich weiß nämlich gar nicht, was uns das Recht geben würde, da an der Party teilzunehmen. Weil wir können uns nicht als sie verkleiden, wenn ich das richtig gesehen habe. Ja, ohne Pistole weiß ich gar nicht mehr, was wir machen können. Mein Gehirn ist komplett auf die Pistole trainiert. Können wir klettern mit dem Teil in der Hand? Ja, sehr schön. Okay, Zeit auf keinen Fall. Also Time Pacify, keine Chance. Genau, das ist der beste Tipp, den ich dir geben kann, ist, schau dir einfach ein bisschen Gameplay an. Vielleicht nicht nur bei mir oder so, vielleicht auch bei erfahrenen Spielern, wie die das so spielen. Weil ich bin ja noch selber ein Noob quasi. Ich spiele es ja erst seit 3-4 Tagen, aber relativ viel in den 3-4 Tagen. Aber es gibt sicherlich viele Spielstile, die ich eben noch nicht zu bieten habe, weil ich eben mich noch nicht genügend auskenne. Genau, deswegen heißt nur, wer es bei mir jetzt nicht nach deinem Spiel aussieht, kann sein, dass andere Leute es wesentlich besser präsentieren. So, also, er hat eine Kette, Ohrring, ich glaube, er hat keine rote Haare. Und er hat Brillen auf dem Kopf, ich glaube, das zählt auch, das war, glaube ich, schon mal ein Problem. Wir müssen uns übrigens verpissen. So, er raucht. Er raucht und er hat, glaube ich, keine rote Haare. Glaube ich. Wir machen nochmal ein Sicherheitsbild von der Seite. Ne, der hat eine Glatze. Okay, nice. Einer weniger. Es laufen noch ziemlich viele rum. So, wie können wir noch weitere Leute spotten? Das ist ein Suspect, euch sehen. Not a Suspect, stimmt nicht, das ist einer. Also wir haben ihn als nicht ein Suspect gemarkt. Nee, wait, what? Genau, wenn wir ein Gärtner sind, dürfen wir dann da rein? Das weiß ich tatsächlich nicht, ob der tatsächlich uns die Möglichkeit geben würde, hier reinzugehen. Andererseits, wir haben unsere Sache fallen lassen. Boah, das ist eine richtig fiese Mission. Ah, nice, wir können ein Gärtner sein. Gärtner sollten auch drüben okay sein, oder? Ne, die sind alle immer noch fishy. Vielleicht können wir uns als die verkleiden. Eigentlich müsste das auch gehen, oder? Boah, das ist so riskant. Da hinten, der Gärtner ist auch noch da. Shit, sie läuft einfach vorbei. Wenn sie runtergeht, können wir rübergehen. Ah, shit, ne. Bitte, Bitches. Oh, okay. Geh bitte runter. Sobald er unten ist, können wir gehen. Ah, fuck. Das ist so knapp. Okay, wir können den aber nehmen das nächste Mal. Das ist schon mal machen.
Genau, weil wenn wir den haben und uns aus denen verkleiden können, das wird einen riesen Vorteil geben, um die anderen zu analysieren. Ich meine, da hinten ist auch noch mal einer. Keine Ahnung, was mit dem los ist. Aber es ist, also unabhängig jetzt mal von Geschmack, also einfach nur objektiv betrachtet, ist es ein sehr, sehr gutes Spiel. Also ich mag es sehr, sehr gerne und es ist objektiv auch, denke ich, ein sehr, sehr gutes Spiel. Also das kann man auf jeden Fall sagen. Wait, wir dürfen hier laufen? Wait, wir sind gar nicht trespassing. Wait, what? Oh wait, die sind immer alerted. Das hat nichts mit uns zu tun, oder was? Oh. Das sagt natürlich. Das sagt natürlich, dass das nichts mit uns zu tun hat. Aber es ist gut zu wissen. Als Gärtner dürfen wir uns also hier reinschleichen. So, wenn die wieder hier vorbeiläuft, wovon ich jetzt einfach mal ausgehe, weil die in der Regel patrouillieren. Dürfen wir hier rein? Nee, das dürfen wir nicht. Shit, dürfen wir auf die andere Seite von der Party hier? Vielleicht sollten wir doch sein Outfit nehmen, ehrlich gesagt. Der hat blonde Haare. Kann man den irgendwie als Nicht-Suspekt markieren? Wait, den habe ich als Nicht-Suspekt markiert. Shit, ich muss den wieder als Suspekt markieren. Bisschen blöd, dass wir das nicht von hier aus machen können, ehrlich gesagt, weil ich sehe ihn ja. Okay, wir müssen den End markieren. Weil der hat ein Meeting und man sieht ja gar nicht, ob der eine Brille hat, der Typ. Wenn wir rüberkommen könnten und da irgendwo ein Busch wäre. Da ist aber auch nirgends ein Busch, Alter. Das sagt erst die andere Stelle. Dürfen wir nicht rüber? Doch. So, sehr schön. Jetzt können wir von den Bildern machen. Also Halskette, Ohrringe, Brille. Könnte einer sein. Der andere hatte ein Meeting. Stopp, du musst ein Suspect wieder werden. Und der andere war blond. Den können wir ausschließen. Wie kein Suspect hier? Doch, da ist einer. Genau, du bist keiner. Wir dürfen hier sein, wenn wir ein Gärtner sind. Das ist sehr schön. So, es ist die Frage. Nur noch zwei Ziele haben wir übrig. Ne, hier ist auch noch mal eine. Ja, die Frau leider auch. Wir müssen sie ein bisschen beschatten. Ja, wie verhält sie sich? Genau, aber die ist einer von den beiden Prime Suspects momentan. Genau, was für Verhaltensmuster hat die? Die läuft momentan nur. Genau, auf was für Auffälligkeiten müssen wir achten? Sie sollte was lesen und was essen. Wenn sie beides nicht macht, dann. Wait, what? Wir dürfen nicht rein. Oh, fuck. Okay, sie war es nicht. Lookout alerted. Ja, das stimmt. Haben nichts dafür.
Das war reines Glück, ich geb's zu. Das war absolut reines Glück. Ich kann nichts zu meiner Verteidigung sagen, außer dass wir abartiges Glück gehabt haben. Ich wusste nicht, dass in den Busch reingehen würde, sofort hier einer. Und dann war es zu spät und dann dachte ich mir, komm. Nimmst du die Gelegenheit? Aber ich finde, wir haben es gut gespielt im Moment-to-Moment. Wir haben es super schlecht gespielt in der Metaplanung. Sehr schön. So weit waren wir noch nie. Also ich will nur sagen, wir haben das erste Mal überhaupt, also wir haben einmal 3 Syndikate, glaube ich, geschafft. Und es ist das erste Mal, dass wir mehr als 3 gekriegt haben. Und jetzt sind wir gleich, glaube ich, schon beim letzten Arc, wenn ich das richtig sehe. Und ansonsten, Ingo, alles klar bei dir? Ich weiß nicht, ob ich das schon vorgelesen hatte. Okay, sehr schön. Und wir haben sogar keinen Schaden genommen. Das ist unglaublich, dass wir keinen Schaden genommen haben. Also, dass wir nicht in einen Kampf richtig reingekommen sind. Wichtigste ist, dass wir überleben, ehrlich gesagt, Leute. Weil wir hatten nichts dabei. Wir hätten eh nichts verlieren können, tatsächlich. Es wäre also nicht schlimm gewesen, außer halt die Kampagne natürlich. Aber krass, wir sind wirklich jetzt im letzten... Wir könnten tatsächlich jetzt eine Kampagne gewinnen. Das wäre ja ein Riesenfortschritt von wir schaffen keine Leader-Mission zu wir haben so viel Glück, in Anführungszeichen, dass wir alle schaffen. Genau, damit ist Harry Potter gemeint, genau. Genau, wir haben vorhin auch schon ein bisschen über die Kontroverse geredet, aber werden wir auch morgen nochmal vom Start machen, damit ich ganz klar nochmal meinen Standpunkt mache, damit wir allen guten Gewissens das Spiel aus meiner Perspektive spielen können, ohne dass wir morden müssen. Nein, cool, aber ist es ein Freelancer-Tool? Nein, es ist ein Collector. Das ist super wertvoll. Das sollten wir unbedingt in unser Arsenal aufnehmen. Ich glaube, das müsste jetzt hier irgendwo auftauchen, genau hier. Weil das ist actually ein Lockpick, den wir permanent benutzen können. Den würde ich tatsächlich aufheben. Das ist wirklich eher was für die Kollektion. Weil die meisten kann man eben nicht mitnehmen in den unterschiedlichen Missionen. Genau, was kommt jetzt? Wir wählen uns jetzt wieder einen Spielstil aus. Ich muss euch leider sagen, wir werden bei dem hier bleiben. Beim Contractor. Das ist der Stil, den wir uns für entschieden haben für diese Kampagne. Weil es die einzigen Sachen sind, die wir wirklich zuverlässig scheinbar hinkriegen. So, wir können jetzt nach Paris gehen. Hokkaido, Japan, Colorado, USA, da waren wir gerade. Miami mit 4 Zielen, einem Safe, einer Wache. Genau, ich suche mal ganz kurz, was ist denn das Niedrigste, was wir an Zielen kriegen? 3. Und hier gibt es nur einen Waffenhändler in Paris. Ich würde tatsächlich nach Paris gehen. Mein Ziel wird es sein, einfach nur mit einer Waffe zu entkommen, damit wir unser Geld nicht halbieren. Genau, ansonsten glaube ich nicht, dass wir Kill Only Targets machen werden. Mal schauen, was gibt uns das Spiel Nettes. Wird es besser im Verlauf des Spieles? Ich glaube nicht. Ja, der hat uns tatsächlich, seht ihr, der Rubber Ducky. Always trust the Rubber Ducky. Da wir jetzt langsam im Finale sind, wir sollten auf jeden Fall auch wieder die Sachen alle mitnehmen. Damit wir mehr Möglichkeiten haben. What the fuck? Hast du das? Hast du so gemacht? Ja, das klingt sehr, sehr niedlich, aber auch sehr verwirrend. Ja, genau, den können wir nämlich auch noch mitnehmen. Die hatten wir jetzt alle gar nicht dabei für die finale Mission. Eigentlich wären wir viel besser vorbereitet gewesen. Aber die gute Nachricht ist, wir haben es ja trotzdem geschafft. Wir sollten trotzdem unsere Waffe nehmen. Sind die bisherigen Reviews zu Hogwarts Legacy positiv genug gewesen oder warum die Entscheidung? Genau, sie sind positiv genug gewesen und bei der Recherche nach der Performance muss ich sagen, dass die Spielwelt allein schon optisch für mich so interessant ist. Und ich mag ja Harry Potter, das Setting an sich schon. Bin aber jetzt nicht der Mega-Fan davon. Also ich bin positiv Harry Potter gegenüber eingestellt von der Franchise her, weil ich habe ja auch ein paar Bücher gelesen und so. Aber es ist nicht so, dass ich sage, boah, ich bin mega ein Fan. Das ist wie Star Wars oder sonst irgendwas. Es ist eher so, ja, positiv, aber nicht so, dass ich sagen würde, oh mein Gott, es muss, weil Star Wars ist, cool sein oder sowas. Es ist also kein Pluspunkt, aber auch kein Minuspunkt. Das heißt, es ist neutral und es sieht wirklich, wirklich, die Welt sieht wirklich toll aus. Und sei es nur, um in der rumzuchillen, ein bisschen Sightseeing zu betreiben. Und das Kampfsystem sah eigentlich auch ziemlich chill aus. Genau, und wenn die technischen Probleme behoben werden, dann kann er wieder so cool dastehen. Oh, steh cool da. Wie können wir ihn dazu bringen, so cool dazustehen, dass er so seine Hände überkreuzt und so? Das macht er nämlich immer, wenn du wieder ins Spiel reinkommst. Sieht immer sehr nice aus. Genau, also es hat mich quasi spielerisch überzeugt. IP-technisch ist es mir relativ egal.
Wie viele Bücher habe ich gelesen? Also ich glaube schon drei, vielleicht auch vier, aber ich weiß gar nicht, wie viel es gibt mittlerweile. Wahrscheinlich mehr, weil mehr macht Geld. Keine Ahnung, vielleicht sieben oder so mittlerweile, irgend sowas. Acht, zehn. Ja, keine Ahnung. Es gibt auf jeden Fall einige, aber zumindest die ersten paar habe ich ein bisschen gelesen auf Englisch und fand sie schön. Und ich glaube, hat mir sogar meine Oma geschenkt gehabt. Meine französisch-amerikanische. Sie ist Französin, aber sie hat lange Zeit in Amerika gelebt. Genau, und ich bin selber, das darf man ja gar nicht sagen, sonst ging gleich wieder jemand. Ich bin selber halb Franzose, aber. Oh, was wolltest du gerne im Ticket kaufen? Times. Wenn Hide and Seek war ziemlich easy, wenn ich ehrlich bin. Ich glaube, das war so einfach. Also, es kann auch Kopium sein, dass es einfach war. Ich weiß nicht mehr, in welchem Gebiet wir uns jetzt befinden. Oh, wir sind Over Gear Capacity. Das ist schon lange nicht mehr passiert. Wir können auch den Concussion Ducky nicht mitnehmen. Ich mag Ducky. Ach, Flashes. Lass die Flash-Granate da lassen. Weißt du schon, welche Uhrzeit morgen ungefähr ins Game starten würdest? Ich glaube, der Steam Release wäre vermutlich um 18 Uhr für die reguläre Version, so in Deutschland, denke ich, oder? Vermute ich mal. Wenn es losgehen würde, wäre es wahrscheinlich so um 18 Uhr, aber dann nicht so ein langer Stream, weil ich abends wohl dann gehe. Dann vielleicht nur 2 Stunden. Wird auch weniger. Oh, ist es Napoleon Bonaparte? Ja, es gibt so eine. Nein, es gibt eine Sprengfigur, die heißt Napoleon Blown Apart. Da kannst du, ja. Das ist so eine Napoleon-Figur, die in die Luft gejagt wird. Ja, Blown Apart. Genau. Okay, also Zeitlimit ist da. Irgendwie plötzlich, wo ich die Mission sehe. In der anderen Mission, die ich nicht kannte, kam es mir super einfach vor. In der Mission, die ich kenne, bin ich so plötzlich, Moment, so viele Verstecke gibt es eigentlich gar nicht. Unser Hauptziel ist es nicht, das Nebenziel zu schaffen, tatsächlich. Unser Hauptziel ist es, zum Händler zu kommen, eine Waffe zu kaufen und mit der Waffe, die wir jetzt haben, zu entkommen. Oh, sorry. So. Well done. Keine Sorge. Pass mal auf. So. Hä? Vier Leute, das schaffen wir. Drei Leute, das schaffen wir. Lass lieber den Special Agent nehmen. Was bist du? Und sie hat auch 4 Leute gemacht. So, da ist unser erstes Ziel. Wir haben noch 1 Minute 7, um uns irgendwo zu verstecken. Das ist wirklich fucking Giga-Aids. Vielleicht gibt es hier unten irgendwas. Bitte sei offen, sei offen, sei offen. Shit. Okay, 1 Minute Zeit haben wir. Wo gab es Sachen zum Reingehen hier? Ah, easy. Genau, ich habe ja gesagt, das ist ziemlich einfach. Kann man Aussehen heraus töten? Ich glaube nicht. Wir sind ja nicht bei Assassin's Creed. Nimm die Waffe raus und töte sie. So. Den Heli können wir nehmen, ja, können wir. Möchte Janine auch, ich nehme an, du wolltest Harry Potter schreiben, spielen? Ich glaube, die interessiert sich nicht mehr so sehr für Harry Potter und sie ist, glaube ich, aufgrund der Kontroverse eher abgeneigt, auch das Spiel zu spielen. Genau. Habe ich ja auch gesagt, dass ich das an sich okay finde, wenn man das so sieht. Aber ich bin definitiv nicht auf der Seite. A Fishing Line. Okay, cool. 1 Minute 30. Boah, das ist echt stressig, darüber nachzudenken, dass wir irgendwie hin müssen. Wo ist denn der Waffenhändler? Der ist ziemlich weit oben. Immer noch keiner eine Leiche gefunden. Das ist ja fast schon ein Wunder. Genau, wo sind denn die Treppen nach oben? Zeit tickt hoffentlich nicht währenddessen weiter. Nach oben und nach unten gibt es da. Unten ist ein Ziel. Ich würde erst zum Händler gehen und dann
die Ziele töten. Oder sollen wir jetzt alle, nee, lass erstmal alle Ziele töten, das kann eher schief gehen. Und dann verlieren wir nur die Hälfte vom Geld, anstatt das komplette Geld. Kreppe ist hier drüben, glaube ich, auf der anderen Seite. Auf 57 Sekunden bis zum nächsten Verstecken. Wir sollten auf jeden Fall die Pistole schon mal rausholen, dass wir bereit sind, jeden zu töten. Darum hast du mich ein bisschen vorhin über den Titel gewundert. Wegen der Kontroverse oder... oder weswegen? Genau, wo, wie gesagt, ich werde nochmal morgen darauf eingehen. Ich bin vorhin auch, wenn es dich interessiert, am Anfang, glaube ich, von einem der letzten Streams, ich glaube, vorletzter war es dann, darauf eingegangen. Genau, wie ich das so handhabe mit solchen Sachen. Auch ein paar extreme Beispiele, wie ihr mich kennt, gebracht für wieder, die vielleicht das Ganze so ein bisschen einleuchtender machen. Ich mag einfach extreme Beispiele, weil die dann extrem klar sind für manche Menschen, die vielleicht, wenn es so ein bisschen Wischiwaschi-Thema ist, wo man eben nicht ganz eindeutige Meinungen zu hat, gibt es sicherlich Momente, wo man eben Beispiele findet, die eben vielleicht dann doch einem zeigen können, okay, eigentlich macht schon Sinn, dass man es doch anders wahrnimmt. Oder nicht Sinn, aber halt, ist auf jeden Fall ein valider Punkt. So, wie viele Leute sind hier? Ein paar. So, wir müssen ganz kurz uns verstecken. Ah, okay, du wirst Hogwarts Legacy mit HL beschreiben. Oh je, jetzt wird's verwirrend für mich. Half-Life? Existiert Half-Life noch bei uns? Mittlerweile alle Abkürzungen doppelt und dreifach verbraucht. Hi Leute, ich möchte nicht zu euch. Ich suche die Treppe. Ich weiß, es ist ein bisschen peinlich, dass ich die suche, obwohl ich ein Spezialagent bin, aber nur weil ich ein Spezialagent bin, heißt es nicht, dass ich nicht in der Lage bin, dass ich in der Lage bin, Treppen zu finden. Ich weiß nicht, was wir genommen haben, den Feuerlöscher. Der ist wunderschön, aber doppelt belegte Tasten manchmal. Eine Minute 50. Aber der Typ mit den Waffen könnte hier sein, tatsächlich. Lass mal hier höher gehen, bis wir auf der gleichen Ebene sind. Okay, also das ist gewundert, warum ich nicht HL geschrieben habe. Genau, weil ich HL immer noch im Kopf mit Half-Life verbinde. Wenn ich es so salopp sagen würde. Das wäre der wahrscheinlich Hauptgrund. Treppe nach oben. Gute Frage. Hier. Frage. Shit. Aber das ist der, bei dem man hinten dran kann. So, 12, 1 Minute 12. Nein. Es ist egal, ob es sich nervös macht hier. Gut gemacht. Ist es überall so? Das wäre cool, wenn es überall so wäre. Ich glaube aber nicht. Ja. Ich wollte gerade sagen, hat er etwa gemerkt, dass wir viel Geld haben? Weil er gerade gesagt hat, you have no idea. Der ist jetzt wirklich Silence, der Sniper. Kostet 17.000. Andererseits könnten wir auch... Ich würde tatsächlich... Warum würde ich den kaufen? Wir verlieren sowieso die Hälfte, wenn wir sterben. Und es gibt Objectives, die wollen Sniper von uns. Ich denke, das ermöglicht uns neue Spielstile. Die Silenced-Waffe hier tatsächlich nicht. Genau. Ich denke, das wird solide sein. So, unser Ziel ist da drüben, ziemlich weit unten. Wir könnten gleich einen Sniper rauspacken und ihn töten. Ne, wir haben nicht so viel Zeit. Moment, apropos nicht so viel Zeit. Wir sollten actually nochmal resetten. Genau, es geht mehrfach beim Gleichen, Gott sei Dank. Ist es affig? Ja. Aber es ist trotzdem... Affig heißt ja nicht unbedingt schlecht. Ich hole die Waffe raus, eher so... Wait, das ist gut. Das ist sehr gut. Hier könnten wir tatsächlich sogar snipen, wenn wir uns gut anstellen. Nice. Das könnte super solide werden. Boah, die Atmosphäre vom Spiel ist einfach der Wahnsinn. Und wo ist unser Target? Unter uns? Was sage ich euch, Leute? Shit. Moment. Wait, was? Kannst du bitte... Wait, kannst du den...
Also, actually den Koffer. Achso, wir müssen es erstmal wegmachen. So. Können wir durch die Scheiben durchschießen? Ich glaube schon. Eine Minute 25. So, das ist die größte Herausforderung vom Spiel kommt jetzt. Treppen finden zum Runtergehen, ohne dass der Timer ausläuft. Bei anderen Leuten wären es wahrscheinlich andere Sachen, aber das ist bei mir die größte Herausforderung, weil ich echt nicht weiß, wie wir runterkommen. Irgendwo hier muss es was zum Verstecken geben. Es kann nicht sein, dass hier so viele Wachen sind ohne eine einzige Kiste. Okay, da vorne sind Treppen. Da ist die Wache, an der wir uns vorbeischleichen müssen. Ah, wie cool, dass wir gleich einen Sniper benutzen konnten. What the fuck? Warte mal, gehen die actually nach oben, von wo wir geschossen haben? Boah, ist das etwa eine clean Mission? Ich glaub's nicht. Wow, das war richtig gut. Also da kann ich nichts dran aussetzen. Das haben wir so clean gespielt. Wir haben einen Silent Sniper rausgeholt, wir haben nichts falsch gemacht. Das ist die eine der wenigen Missionen, mit der ich mit mir zufrieden bin. Keine Massenschießereien. Gleich alles rot hier, aber lasst euch nicht davon irritieren, das sind alles nur optionale Sachen, die braucht kein Mensch. Das ist viel, viel mehr wert als, okay, ist genauso viel wert wahrscheinlich wie alle drei zusammen. Nutcracker sind wir, aha. Igma. Ja, super zufrieden damit und wir haben, was das Wertvollste ist, eine Silence-Waffe in unser Arsenal hinzugefügt. Die sehen immer gesilenced aus, vergiss die, das ist ein ornamentaler Shotgun. Ich weiß nicht genau, was es mit diesen Waffen auf sich hat, ob die endlos spawnen, ob die einfach nur dazu da sind, schön auszusehen. Woher kommt mein Name? Super primitiv. Ich bin Indianer und mag Himmel und Blätter. Ich mag actually einfach nur Blau, ich mag Blätter, ich mag Natur und ich mag den Himmel. Und eigentlich ursprünglich war es eigentlich nur Skyleaf, aber das ist halt schon vergeben gewesen. Genau. Und Blue ist dann halt einfach so die andere Variante. Wobei ich mittlerweile auch den Nickname Cuteleaf eigentlich ganz gerne mag. Den gebe ich gerne meinen erstellten Waifus in Spielen. Genau, aber ich würde den Sniper erstmal stashen. Was ein riesen Pluspunkt ist, actually. Genau, dann haben wir die anderen Sachen. Wir können die nämlich nicht mitnehmen zusammen mit der Pistole. Die Pistole ist definitiv wertvoller, finde ich, weil man sie verstauen kann. Aber super solide. Ja, wir müssen ganz kurz mal schauen. Moment, gibt es hier einen... Nee. Boah, Get Disguises ist so viel schwerer als das andere, wenn ich ehrlich bin. Du kannst die auch nicht mehr doppelt geben. Also Get Disguises ist insane schwer. Ist deswegen auch ein bisschen mehr wert. No Firearms, keine Chance. Einfach nur Zeitlimit, das können wir definitiv probieren. Jetzt am besten eine Mission, die nicht alerted ist, das ist ein bisschen einfacher. So, in Chongqing in China. Chongqing, ich kann es nicht, ich muss es auch nicht probieren. Ich kann ja nicht mehr die Laute machen, die Chinesen machen, weil ich sie nicht gelernt habe. Die haben so andere Laute als wir, dass es actually nicht möglich ist für mich. Selbst wenn ich wüsste, wie es ausgesprochen wird, das wahrscheinlich auszusprechen. Genau, Eliminate Guard Sniper, das klingt erstmal gut, aber da wir den Time Trial haben, das Einzige, was passieren wird, ist, wir rushen auf die Ziele und werden sie versuchen, so schnell wie möglich zu töten. Das ist eine Art Boss Rush. Oh mein Gott, das ist ein Rubber Ducky. Warte. Ich kann nicht den Devil Rubber Ducky nicht nehmen. Das wäre Blasphemie gegenüber allem, was mir heilig ist. Genau, also nicht sehr tiefgründig, der Name.
Und ich mochte einfach, wie er aussieht, also Skyleaf, wie die Größenverhältnisse der Buchstaben und so weiter zueinander sind. Aber irgendwie sah der einfach schön aus an sich, von der, für mich persönlich, von der Art her. Genau, und Blue Skyleaf halt einfach, weil, weil RIP jegliche Namen auf Twitch, selbst bei Leuten, die, ich glaube, der ist seit 2010 oder 9 nicht mehr aktiv, der Account ist, so heißt. Ich weiß genau, was wir machen müssen. Mittlerweile, actually, weiß ich wirklich. Der Schatten auf unserem Rücken hat ein Kreuz gemacht. Aber, ey, lustigerweise, der hat einen, Moment, kriegen wir das wieder hin. Der hat ein umgedrehtes Kreuz gemacht, der Schatten auf unserem Rücken. Deswegen haben wir auch den Devil Rubber Ducky dabei. Also, wir haben nur noch Rubber Duckies dabei. Okay, Zeitlimit, Zeitlimit. 7 Minuten für alle Ziele. What the fuck? Achso, wegen der Waffe. Ups. Ich so, hol die Knarre raus, wie üblich. Okay, der erste ist in dem Super-Tresor drin. Würde ich das später machen. Der da klingt nach einem guten ersten Ziel, wenn ich ehrlich bin. Der ist in diesem Bandengebäude drin. A lot of money? So. So, der, die blockieren den Weg nach oben. Lass noch eine normale Waffe mitnehmen, die macht ein bisschen mehr Schaden auf Distanz. So, wir haben keine Zeit, Leichen zu verstecken, leider. Gerne, wie ich das machen würde, weil ihr kennt mich ja. Niemand ist so akribisch wie ich, wenn es darum geht, stealthy zu sein und wirklich jegliche Spuren seines. Okay, wie mache ich was vor? Das passt genau zu unserem Spielstil, dieses Zeitlimit. Also, es ist legit, es passt so gut rein. Kamerabilder? Man nennt mich auch Mr. Fotogen. What the fuck? Ihr seid kranke Bast. Oh mein Gott, ihr seid solche kranken Schweine. Holy shit. Kranke Schweine. Wait, what the fuck? Nicht mit einer Karte. Eine Pistole. Kranker Bastard. Wenn ich könnte, würde ich euch alle umbringen. Irgendwann tun wir aus Versehen eine Nicht-Silence-Pistole benutzen. Seit wann sind wir mittlerweile so schnell, dass keiner mehr Leichen findet, oder? Shit, wir kommen hier raus. Wie wir reingekommen sind. Also ich mag das Spiel. Also wirklich, für mich ist das Spiel sehr, sehr nah mittlerweile. Schon nicht mal an der 9, sondern an der 10 von 10. Weil es actually einfach so fun macht. Jetzt, wo wir die Waffe freigeschaltet haben, die Stealth-Waffe, kann man das Spiel wirklich... Also es gibt ja super viele davon, das ist nicht nur eine. Also wir abusen nicht eine Mechanik, die nicht vorgesehen ist. Das ist actually, denke ich, die Core-Mechanik vom Spiel, ist actually Stealth-Sachen. Wenn man denn schnell spielen möchte, also oder schnell das Ziel macht. Man kann natürlich auch super fancy Kills machen. Das geht auch, aber es ist eine der Core-Spielstile, denke ich. Und... Ah, shit, wie werden wir den denn los? Nicht. Zwei Ziele. Immer noch nicht gefunden, die Leiche? Willst du mich verarschen? Doch. Aber mittlerweile werden Leichen gefunden, die werden im Gebäude gefunden. So, die sind unterirdisch, das heißt, die sind wahrscheinlich in diesem Spezialteil drin. Du spielst im Moment Persona 5, Elden Ring, Dark Souls, Forspoken, Hitman und bald auch noch Hogwarts Legacy parallel. Nee. Also fast, aber nee. Persona 5, ja. Elden Ring nur, wenn Janine da ist und Zeit hat für einen Koop. Also wahrscheinlich nicht ganz so häufig. Dark Souls haben wir alle Teile durchgespielt, die wir durchspielen wollten. Also Dark Souls 3 hatten wir vor längerer Zeit on Stream. Also waren es nur 1 und 2, die wir gemacht haben. Die sind aber abgeschlossen. Da haben wir alle Bosse gemacht. Und genau, und Hitman und Hogwarts Legacy wird dann parallel laufen, genau, Persona 5, Hitman und Hogwarts Legacy und Hi-Fi Rush werden wir einen Tag editieren, weil das, glaube ich, in einem Tag durchspielbar ist. Genau, da kommt irgendwann ein Tag mit. Genau, und dann hoffen wir, dass wir das alles irgendwie vor Returnal abschließen können, damit wir dann nur mit Returnal im Koffer nach Japan gehen können, weil wenn wir aus Japan wiederkommen, ist Atomic Heart, Wulong und ich weiß nicht was draußen. Und genau, und Dark and Darker skippen wir jetzt extra, bis der richtige Release kommt. Sonst hätte ich mir sicherlich auch Dark and Darker mal angeschaut. Genau, und es gibt auch noch ein anderes cooles Roguelike, das mich ziemlich interessiert. Aber, darf ich durch?
Ja. Wir wissen, wie wir da dran gehen. Wir haben noch 4 Minuten. Oh mein Gott, das Zeitlimit ist so tight. Aber so mögen wir es ja. Was bist du für ein Penner, Mann? Beweg dich mal. Anders als oh, die armen Leute, die im Regen arbeiten müssen. Genau, von der Seite haben wir viel bessere Chancen, die Kills zu machen. Weil der Typ steht hier alleine. Ach nee. Wer hat die Keycard? Wer hatte die Keycard von euch? Oh mein Gott, wer hatte die Keycard? Keiner von euch hatte Keycard? Shit. Wer hatte eine Keycard von denen? Mein Gott, was ist das? Ein Club hier? Oh mein Gott, wie hoch kann man hier gehen? What the fuck? Was ist das hier? Oh mein Gott, haben wir überhaupt irgendwas zum Unlocken? Shit, man, hätten wir einen Lockpick mitgenommen. Dürfen wir hier sein? Ich glaube schon. Bitte sagt mir, dass da was drin ist, mit dem wir ein Schloss aufkriegen. Ich glaube, die Tür können wir sprengen. Was ist los bei dir? Du wirst gleich eine Leiche finden. Warum? Wait, what? Oh nein, wir sind eingesperrt. Shit. Mach die Tür wieder auf, Bitch. Mach die Tür wieder auf. Weiß nicht, ob du eine Keycard hast. Ich meine, hast du die Karte? Müsstest eigentlich einen Schlüssel haben. Oh nein! Wie hat sie die Tür aufgemacht ohne Schlüssel? Oh, noch 2 Minuten. Was ist das, eine Drohne oder was? Überwachungsdrohnen. Holy shit. Kann mir jemand mal bitte sagen, wer einen Schlüssel von diesen Wichsern hat? Kommen wir überhaupt noch raus? Das ist mal ernst gemeinte Frage. Ah ja, hier. Einmal außen rumlaufen. Okay, 2 Minuten. Das ist tight, Leute. Das ist tight. Hey, was? Wieso? Wieso? Wir dürfen doch das sein lassen. Wir sind nicht mehr Trespassing. Die Drohnen scheinen anders zu funktionieren als Kameras. Napoleon blown apart. Mach deinen Job, Bitch. War das unauffällig? Aber natürlich. Kameras weg. Niemand wird jemals rausfinden, was hier los ist. Wie viel Zeit haben wir noch? Keine Ahnung. Oh mein Gott, ich kenne die Location nicht gut genug. Hey, woher kennt ihr mich? Woher kennt ihr mich? What the fuck? Abort, abort Mission, abort Mission. Woher kennt ihr mich? Fucking Hurensöhne. Hä, wieso haben die mich gekannt? Was für fucking Arschficker. Dürfen wir hier nicht sein? Wir dürfen hier nicht sein? Fuck, das ist eine Frau. Oh mein Gott, wo sind wir hier gelandet? 34 Sekunden, okay. Zeit ist vorbei. Nicht rushen. Warum seid ihr alle suspicious? Was seid ihr für fucking Opfer? Jesus Christ, Mann. Das ist alles Trash. Warum seid ihr alle... Wegen der Waffe. Oh mein Gott, können wir die nehmen? Street Guards dürfen wir wahrscheinlich nicht reingehen. Ja, mach ich. Dahinter sind nämlich meine Ziele. Dürfen wir rein? Sir, I will have to check. Excuse me, you're not allowed here, you know. Don't get me wrong, but I hope we never meet again. No. Guck
compromised. Wait, what? Von wem? You don't have clearance to open this door. Habe ich nicht? Gut zu wissen. Access denied. Wie kriege ich die Clearance? Wann hast du die Clearance? Der hat auch nicht die Clearance. Niemand hat die Clearance, oder? Aber das sieht anders aus als wir. Meint ihr, wenn wir uns in den verwandeln? Nee, das war nicht. Wir dürfen die Waffe nicht haben! Oh mein Gott, jedes Mal, wenn ich die Waffe draußen habe, ich vergesse es. Shit, okay, warte mal. Du hast doch die Clearance, oder? Wo kriegen wir die denn her? Wir müssen irgendwo was scannen. Irgendwo, da liegt auf dem Tisch was. Vetting Office. Ja, dann lass mich doch rein. Oh mein Gott, lass mich raten. Lass mich raten. Müssen wir nicht rauskommen, kurz... Okay, wo kriegen wir die Clearance her? Also offensichtlich nicht von hier. Offensichtlich nicht von da. Müssen wir uns verkleidet haben dafür? Ich verstehe nicht, wie das Clearance-System funktioniert. Weil wir sind ziemlich in der Scheiße, wenn ich ehrlich bin. Jemand von euch muss doch eine Clearance haben. Was scannt hier? Scanning all body systems. Bitte nicht die Waffen. Scanning hormonal profile. Scanning chemical profile. Alpha male detected. Scan complete. Thank you for your patience. Perfect score on all parameters. Cook. Very fit to perform. Alpha male detected. Kann mir jemand aber bitte sagen, wie wir Clearance kriegen, weil ich... Was brauchen wir? Encryption Key. Was weiß denn ich? Oh mein Gott, warte mal. Wir brauchen einen Encryption Key im Inventar? Aber wir haben doch einen Disposable Scrambler. Können wir den nicht benutzen? Oder wie was macht der? Ich glaube, er macht nichts. Shit. Oh mein Gott, kommen wir hier nicht mehr raus? Ich wollte mich alle verarschen. Wieso? Wir kommen hier nicht mehr raus? Access denied. Wow, eine Sache, die wir können. Okay, stellt euch das mal vor mit den Minuten, die wir Zeit hatten. Wir hatten nie eine Chance. Oh mein Gott, wir haben einen Access Dongle gefunden. Können wir da machen? Wait, what the fuck? Das war überhaupt nicht als Distraction markiert. Wait, never mind. Hat der einen weiteren... Ich weiß, was ich für ihn habe. Dürfen wir Waffen kaufen? Ist es illegal, Waffen zu haben? Ja, ist es. Guck mal, du siehst aus, als ob du Clearance hattest, Bitch. Ist schon aus? Das ist ungefähr seinem Kopf vorgegangen. Jetzt, wenn wir keine Zeit damit mehr haben, können wir ihn auch in die Mülltonne machen. Wait, wo ist deine... Okay, er hatte auch keine... Irgendwie kommen die alle ohne Clearance durch und ohne Schlüssel durch Türen. Nee, ich meine, ich verstehe aus Balancing-Gründen, dass es ein bisschen trickier sein soll, als einfach nur eine Wache zu killen, die einen Schlüssel hat. Aber aus Logikgründen möchte man doch gegen die Decke maulen, wenn das so passiert. Genau, wir müssen ja hier rauskommen, anders geht es ja nicht. Hi, ich bin dein Chef. Wenn ich du wäre, dann könnte ich actually eine Waffe tragen, aber wir waren doch... Nee, wir waren noch gar nicht die, oder? Und waren wir schon der? Nee, waren wir noch nicht. Das ist eine andere. Und die ist, glaube ich, praktischer. Weil damit können wir einfach die Waffe oben auf und rum laden. Na, nochmal nach. So, jetzt will ich doch mal sehen, dass wir die Clearance nicht haben, Bitch. You don't have clearance to open this door.
Security Protocol overruled. Ja, würde ich auch mal sagen, weil hier ist nämlich bestimmt das andere. Ja. Wie soll es denn auch anders sein? Hier kann man Fotos von irgendwas nehmen. Moment, was ist das denn? Hier ist so eine Fotolocation, die ich nicht verstehe. Access granted. Lol, was? Ja. Ist auch Teil von diesen kranken Menschen-Experiment? Ich habe gerade eine Scheibe dunkel gemacht. Ah, die Fotos sind wirklich überall Locations, wo wir sowas machen können. Sollen wir die Leiche vielleicht zur Seite schleppen? Ach, scheiße auf die. Das ist cool. Das ist, wirklich, was sind das für coole Mechaniken? Das Problem ist, wenn du Zeitlimit hast, ist es unmöglich für mich. Ist mein Moment mal compromised? Trespassing? Wait, trespassing? What the fuck? Und der andere? Und damit sind wir auch nicht compromised tatsächlich. Ah, da dürfen wir rein. Okay, also Wachen nein, Menschen ja. Aber wir dürfen nur keine Waffen zeigen. Wo sind meine Targets? Alter, die Targets sind hier drin, das glaubst du nicht. Im tiefsten Sicherheitsbunker, hab ich ja auch noch nicht erlebt. Aber es soll ja auch das Ende der Kampagne sein, also denke ich mal, dass die Leute dann besonders schwer zu kriegenden Stellen im Schnitt sind. Leute, ich brauch ganz kurz eure Waffen. Mie, was macht der denn? What? Für einen fucking Lüfter? Oh shit. Wieso wissen die, dass ich da bin? It wasn't me. Kann würde es nicht sagen? It wasn't me. Würde auch gerne it wasn't me sagen. I need backup. Wow, hat er auch einen Ballhack? Trotzdem. Wir sind nicht compromised, oder? Ich wundere mich auch, was los ist. Ich würde auch mal nachschauen gehen, ja. Da unten, ich weiß auch nicht. War irgendwie ziemlich laut da unten. Ich habe keine Ahnung, was abging, aber war wirklich, wirklich laut. Wir sollten auf jeden Fall von der Logik her durch alles durch dürfen, weil wir müssen ja irgendwie unten zu unserem Arbeitsplatz kommen. Also wenn wir nicht überall sein dürfen, dann weiß ich auch nicht. Ich bin das ein Waffenhändler. 10.000. Können wir vielleicht was kaufen sogar? Da haben wir das letzte Mal gefailt an der Stelle. Yo, Silence für 10.000, Alter. Good job, Alex. Selbstlob, ich weiß, aber... Schaut euch bitte die letzten Streams an, dann wisst ihr, warum ich mich lobe. Wenn ich mich nicht loben würde, würde ich durchdrehen. Wir haben so verkackt die ganze Zeit. Ich habe mich die ganze Zeit selber beleidigt. deswegen muss auch mal ein bisschen Lob angebracht sein. Genau. Man muss fair sein mit sich selber. Auf der einen Seite kann man sich gerne selbst runtermachen, aber auf der anderen Seite muss man sich auch selber loben, wenn man dann was gut macht. Wenn man sich nur selber lobt, das ist vielleicht... Erinnert euch dran, als ich diese Tür aufgesprengt habe und gesagt habe, oh, wir kommen da sonst niemals rein. Oh, wenn da nur was wäre, um die Tür aufzumachen. Ja. Genau. Und wenn ihr euch wundert, übrigens, die sind alle gleich gut. Also die Rusty ist genauso gut wie die andere, nur könnt ihr die nicht mitnehmen in euer Safehouse. Ja, also das war jetzt wirklich nur die Q-Play, aber hey. Wait, da ist actually noch ein Ziel, das uns Geld gibt, Leute. Nein, kein Greed. Alles ist so gut gelaufen. Kein Greed. Das war wirklich wieder mal eine gute Mission. Nice. Zwar nicht super, super clean, aber clean genug, dass ich sagen würde, keine Eskalation mit alles, wo ich nicht 10 Gegner am Stück töten muss, ist für mich,
Für mich ein Erfolg. What? Echt? Alle All Killing Shots? Ah, okay, wir haben vielleicht einmal so verfehlt. Nee, ist eh in unserem Interesse, nur Headshots zu treffen mit der Waffe. Ich glaube, das Rating Melon Man heißt, du bist scheiße. Mir aber komplett scheißegal. Excellent work back there, 47. Let me know when you're ready to continue. I'll be waiting. Sehr schön. Die Waffe ist natürlich auch wertvoll. Wir müssen kurz aufpassen. Wir haben aber keinen Silence SMG, oder? Nee, haben wir nicht. Oder? Shit, haben wir das schon? Das ist jetzt gefährlich. Das sieht anders aus. Das sieht nach dem oben links aus. Nee, auch nicht. Nee, das sieht nach dem unten rechts aus. Okay, ich will nicht, dass es das oben links ist. Deswegen, ich habe ein bisschen Angst gehabt. Das muss jetzt... Okay, ist nicht dahin, wo ich es gedacht habe. Aber es ist actually zum Glück nicht das oben links. Genau, wir wollen ja keine Doppelten jetzt einfach despawnen lassen. Weil ich glaube, dass man hier nicht mehr als eins drin haben kann. Das sehen wir gleich mal in den Pistolen. Genau, man kann die nicht stacken. Also du hast jetzt nicht 20 mal die gleiche. Weil die müssten wir eigentlich schon 100 mal haben. Aber wenn wir die nehmen, ist sie weg. Okay. Genau, ansonsten wäre das vom Balancing blöd. Das heißt, wir müssen uns tatsächlich merken, hat das Spiel überhaupt eine Anzeige dafür, ob was im Safehouse drin ist? Das ist eine super Frage, weil wenn wir nämlich dann zum Händler gehen und wir kaufen was doppelt, das wäre natürlich frustrierend. Müssen wir dann mal schauen. Okay, noch 3 Missionen bis zum Finale. Ich mir alles relativ egal. Was haben wir denn hier zur Auswahl? Ja, keine Chance, irgendwas davon zu machen, ehrlich gesagt. Wenn wir die Möglichkeit haben, ja, aber sehr unwahrscheinlich. Könnten hier einen Silence SMG mitnehmen, anstatt die Pistole. Das wäre definitiv eine Idee, dass wir die Pistole sein lassen. Die zwar sehr, sehr gut ist natürlich, aber einfach nur aus Prinzip. Wir haben so viel Shit dabei, was haben wir denn noch? Nee, ist actually ein Tool, das wir behalten können. Nee. Nee, ist es nicht, leider. Ich glaube, manche Sachen werden nie in dieser Wand landen. Genau, dann lass doch mal unser SMG rausholen. Welches ist denn wertvoller von beiden? Ich glaube, das, was wir gerade gekauft haben, war sehr, sehr günstig. Genau, das passt auch von der Gear Capacity. Was haben wir denn hier noch? Ja, ich glaube, das da ist auf jeden Fall nicht verkehrt. Remote Taser ist bestimmt auch nice. Aber ein bisschen Wumms. Andererseits haben wir sehr viel Wumms. Ich glaube, der Devil ist ein bisschen besser als der. Den würde ich mir tatsächlich für das explosive Finale aufheben. Haben wir irgendeinen groben Missplay gemacht bei der Planung? Jetzt mittlerweile so ein bisschen mehr Sachen, auf die man achten muss. Okay, aber alle alerted ist, glaube ich, nicht so schlimm, finde ich. Ja, sollte man speichern und laden, während man auf einer Mission ist, können. Das Problem ist, sobald du speichern zulässt. Also speichern auf keinen Fall und laden, auf keinen Fall. Aber sollte man aus dem Spiel ins rausgehen und genau wieder an die Stelle reingehen können? Ja, aber das Problem ist, sobald man das kann man das abusen und dann kann man quasi diesen Quickloader machen, der actually, wenn er das Spiel altifiert, einen Savepunkt abused quasi. Genau, also es ist eigentlich ganz gut, dass es nicht geht. Und andererseits, wenn man nicht mehr ein kompletter Bot ist, dann sind die Missionen doch ein bisschen schneller, als man am Anfang annimmt. Also am Anfang dachte ich ja wirklich, wir werden 100.000 Jahre brauchen.
für jede Mission, aber man geht ganz anders an die Mission dran, wenn man sich einmal an die Locations gewöhnt hat. Wie viel wir dem schon geklaut haben. Genau, wichtigstes ist, dass wir ganz kurz in die Garage gehen. Zeit, wir haben eh kein Zeitlimit. Ja, kurz in die Garage gehen. Dann kurz die Polizisten über den Haufen schießen. Und dann haben wir die Polizeiuniform, können mit der Waffe nochmal rumlaufen. Genau. Das ist aber wie gesagt einer der Kritikpunkte, den ich schon meinte an dem Roguelike-Modus, ist, dass er eben diese Sachen nicht randomized. Und man damit einfach nach Schema F quasi hier den Start vom Spiel spielen kann. Genau, das ist ein bisschen schade, finde ich. Genau, da wäre eine Randomization definitiv besser gewesen, weil, ja, ist einfach eine kleine Ecke zu einfach, wenn man es weiß. Also nicht so einfach, aber zu repetitiv vielleicht. Genau, die sind überhaupt nicht relevant, die Leute hier, aber wir können hier die Kameras ausschalten, das machen wir einfach mal. Genau, mag ich die Pistole lieber? Ja, auf jeden Fall. Aber andererseits ist es natürlich auch ein Skill zu wissen, wo man was machen kann, aber trotzdem, der Skill, ja, die Stellen sollten die gleichen sein. Also ich finde die gleichen Anzahl an Gegner und so weiter, das ist vollkommen legitim. Aber die Positionierung von ihnen sollte ein bisschen zufälliger sein. Genau, weil das macht halt einfach die ist ein bisschen zu einfach, ohne dass man kurz drüber nachdenken muss, was man macht. Man kann also quasi Gehirn aus Spiel spielen an manchen Stellen. Und ich finde, das muss nicht unbedingt sein. Genau, andererseits scheinen NPCs ein bisschen mehr randomized zu sein. Okay, das sagt ja Dick, wo du bist. Okay, da ist dort Äpfel. Haben wir denn Gift dabei? Nee. Keine Beschwerde, dass ich meine Waffe draußen habe. Das ist eine Seltenheit. Sollen wir Mercies Leute auch machen? Also die Mercies geben? Ich glaube schon. Hat glaube ich nicht. Ja, alles powered halt durch Silence. So, unsere Ziele sind in dem Tech-Gebäude, eins zumindest. Event Crew, nee. Ah, stimmt, der hat sein Kostüm ja geklaut. Wait, what the fuck? Wie kommen wir denn? Ah ja, ich weiß, wie wir am besten reinkommen. Nein.
Wie sie immer noch nach uns suchen. Shit, wirklich? Geht das schon wieder los? Ich will es eigentlich nicht sprengen müssen. Aber andererseits, was haben wir es denn? Guard. Excellent work, 47. You've spread fear within the syndicate. Wait, what? Unser Ziel ist nochmal. Wo sind unsere Ziele? Alter, wir haben so viele Ziele. Holy shit. Wo ist er denn? Da hinten? Yeah, this is bullshit. There's nothing going on out here. I'm coming home. I'm out. Das ist nicht mal ein Lucky Find auf der Treppe. Ja, Glück gehört auch ein bisschen dazu. Core Skills des Spiels. Aim plus Glück gleich Win. Na gut, lauf noch langsamer! Wenn sie sich umdreht, müssen wir sie erschießen, während du zuschaust. Das wollen wir doch nicht, oder? Das wollen wir beide nicht, weil sonst sind wir nämlich auch zu tot. Okay, das ist am anderen Ende der Welt. Und spritz mir in den Schwanz rein, spritz mir. Komm, oh ja, mit einer kleinen Arschmassage, komm schon. Komm. Komm, ich weiß, dass ich... Trau dich, komm. Mich verarschen? Hä? Ihr trollt mich. Ist es wirklich realistisch gemacht und immer nur eine Seite macht, wenn die andere nicht macht? Dies spritzt mich an. Spritzt mich an? Wait. Hat das KI-Systeme, die ausschalten, wenn wir da drauflaufen? Wow, wirklich? Wir können uns nicht vollschissen lassen? Wow. Alter, das ist die Zukunft. Ihr könnt euch nicht mal mehr in einem Springbrunnen nass machen. Das ist wirklich traurig. Eyes open, Sir. Ja, mal super gespannt, was mit dem Internet passiert, wenn dann die Suche von Google angegriffen wird durch Chatbots. Weil ihr habt euch vielleicht gewundert, warum hat Google keinen Chatbot? Also das ist ja vielleicht so eine legitime Frage, die man sich stellen kann. Wieso haben andere das und Google, also warum macht Google das nicht? Warum verfolgt es Google vielleicht auch gar nicht aktiv? Der Grund ist, weil ein Chatbot, das Informationen in Echtzeit aus dem Internet zusammensuchen kann, was macht ein Chatbot nicht? Ein Chatbot geht nicht auf die Seite, gibt keine Werbeklicks, also geht schon auf die Seite, aber gibt keine Werbeklicks, zählt nicht als User und so weiter. Wie willst du mit AdSense Geld machen? Wie werden Journalisten und so weiter, Content Creator, Leute, die halt eben irgendwelche Informationen erzeugen, für Google-Suche oder halt eben für Leute, die was suchen, wie werden die überhaupt noch irgendwelche Aufmerksamkeit kriegen, zum Beispiel Reddit-Upvotes oder sonst irgendwas, wenn der Chatbot einfach für dich direkt die Informationen raussaugt, ohne jemals, dass du auf die Seite gehen musst. Das wird eine riesen Herausforderung sein. Ich könnte mir vorstellen, das ist tatsächlich ein großes, großes Problem für das Monetarisierungsmodell der Ding werden wird. Des Internets werden wird. Oh mein Gott, deine Stelle zackt so dick, dass ich überhaupt nicht weiß, wie ich die töten soll. Gott, diese Stelle zackt Omega Ass. Können wir so. Oh mein Gott, du bist das letzte Ziel, das wir haben, oder? Okay, wir haben einen Fluchtweg parat.
done. Kann man sprinten? Also mal legit, wenn du jemals sprinten hättest sollen in deinem Leben, dann jetzt. Ja, das war kein guter Kill. Da hätten wir uns ein bisschen mehr Mühe geben müssen. Viel zu riskant. Viel zu riskant. Ich verstehe immer noch nicht, warum sie auf Polizisten schießen in der Nähe von der Leiche, während andere Polizisten auch da sind. Du weißt doch gar nicht, ob wir der Täter sind oder der Typ, der eine Waffe gezogen hat, weil da der Täter da ist. Aber wir haben actually alle mit Headshots gekriegt. Das ist beim Wegrennen, hätte ich nicht gedacht, dass wir alle getötet haben damit. Aber ich meine, dass der Sieg gibt uns recht. Vielleicht ein bisschen viel Glück gerade am Ende. Nicht Glück, wir hatten ja einen Fluchtweg vor Augen. Glück war, dass wir uns nicht sofort getötet haben. Ich habe ein bisschen damit gerechnet, dass wir ein bisschen länger Zeit haben. Wir hätten auch links angehen können. Vielleicht wäre links sogar besser gewesen. Gehofft, dass wir nicht gesehen werden. Also, dass uns jemand bemerkt, aber nicht sofort alle wissen, dass wir es waren. Yo, so viele Duckies, Mann. Also, da kann man einfach nicht Nein sagen. Ducky-Simulator. Will ich Hokkaido das Finale haben? Ich bin gerade am Überlegen. Colorado ist eigentlich ziemlich chill. Ne, wobei Colorado war super AIDS, aber Hokkaido könnte mega AIDS werden. Ja, das ist die Frage. Da ist ein Safe dabei. Lass einfach mal das hier machen. Das Safe ist, glaube ich, besser für eine normale Mission. Genau, Safe Explosive. Nicht das hier, das da. Genau, die Waffe brauchen wir nicht, weil wir kein SMG haben. Sie ist prinzipiell aber schwächer als die Pistole. Deswegen ihr Verlust nicht ganz so sehr schmerzen würde. Das wäre die einzige Sache. Sobald die Kampagne übrigens fail ist oder wir sie geschafft haben oder falls warum auch immer es noch ein bisschen so lange dauert, sind wir für heute auf jeden Fall done. Genau, das ist ein bisschen viel zu viel Capacity hier. Ich würde tatsächlich sagen, wir brauchen keine Proximity Explosive Sachen. Okay, dann würde ich sagen, das ist ein gutes Loadout für die Mission. Never mind, ich glaube, wir können noch was anderes mitnehmen. Zum Beispiel Scrambler nicht so interessant. Nee, wir haben kein Werkzeug, das ich unbedingt mitnehmen wollen würde. Könnten Concussion-Sache mitnehmen. Wenn eine Flash-Grenade, nee, das ist alles nicht so Bomben. Also, die einen explodieren zwar schon, aber, also technisch gesehen ist es schon Bombe, aber. Na, Hoppla immer noch fleißig. Ja gut, der Schrank füllt sich nicht von alleine. Genau, und wir haben ihn tatsächlich ein bisschen gefüllt. Also ich bin fast schon erstaunt, was passiert ist. Hoffe, du hattest auch einen schönen Abend. Genau, wir haben aber auch Pause gemacht dazwischen, also nicht durchgehend. Welcome to Colorado. Intel tells us that there are syndicate members in the area. I trust that you can find them and eliminate them. But they are on high alert, so tread carefully. Also ein paar richtig gute Missionen tatsächlich gab, ein paar richtig schlechte. Also auf ein paar bin ich wirklich stolz. Also stolz aus meiner Perspektive. Wenn man das so sagen darf. Finden wir eigentlich nie Silence? Wir haben in irgendeiner Mission Silence-Waffen gefunden, also garantiert. Oh, jetzt schon gefunden. Oh mein Gott, das ist die Stelle, wo ich laufen kann. Fuck, das ist die Stelle, wo ich laufen kann. Oh, hier ist der Händler. 5000. Kann ich euch schon mal sagen, dass da nichts gehen wird.
Aber vielleicht hat er was zum Türen aufmachen. Ducktiefe 11.000, gesilenced. Aber er hat nichts zum Türen aufmachen, aber wir können es natürlich aufsprengen. Gut, dass du natürlich mir den Tipp gegeben hast. Ich wäre nie drauf gekommen, Türen aufzusprengen. Also irgendwann vielleicht schon, aber nach langer, langer Zeit. Da drin ist ein Mercer's Ziel. Nee, was ich brauche, ist ein Mercer's Ziel. Oh shit, er ist rausgegangen. Superfell. Müssen nämlich die Elite einhalten. Okay, ganz ruhig. Hier drin sind wir safe. Es wurde noch nie jemand in einem Raum getötet, der so aussah wie dieser. Okay, was haben wir gemacht? Super greedy. Also ich bin echt peinlich. Kaum bist du wieder da, failen wir. Stimmt, vielleicht ist es deine Schuld als Helfer. Gut, dass die da nicht durchschauen können. Hi. Spürst du die Waffe in deinem Kopf? Können wir da überhaupt durchschießen? Ich will es gar nicht rausfinden, ehrlich gesagt. Könnt ihr bitte einfach aufhören zu suchen? Gut, dass sie keine Augen im Kopf haben. Sollen wir vielleicht vom Fenster weggehen? Maybe. Aber ich habe am meisten Angst, dass wenn die Tür aufgeht, wir absolut im Arsch sind. Nice. Nur die paar Leute, die uns kennen. Ich meine alle Leute auf der Karte. Aber da war eine Spezialuniform an der Ecke. Könnt ihr bitte alle wieder gehen? Könnt ihr wieder euch in der normalen Position zurückbegeben? Wo macht ihr denn die Leichen überhaupt hin? Weil ich möchte ihre Uniform haben. Bitte, Leute. Ist ein bisschen viel. Ist ein bisschen viele Menschen. Teil von was steht das Herumhetzen zählt nicht zu Hitman. Was meinst du mit zählt nicht zu Hitman? Der Modus soll definitiv auch schnelles Spielen als Spielstil ermöglichen. Also es soll unterschiedliche Spielstile geben. Und ich finde, das Rumhetzen ist definitiv, denke ich, ein valider Spielstil. Ja, wir brauchen einfach nur ein Outfit von der Spezialeinheit ist gerade, weil wir haben ein Outfit mit einem Schal. Aber... Ist auch ein Schal? Sieht ein bisschen anders aus, oder? Aber da waren so Spezialeinheiten, die hätte ich super gerne. Die haben alle Alzheimer? Nee, die erinnern sich alle. Schau mal, die da. Die haben alle keinen Alzheimer. Die anderen haben uns ja nie gesehen. Nur die haben uns alle irgendwie gesehen und denen wurde mitgeteilt, genau wie wir aussehen. Problem ist, ich würde super gerne, bevor wir jetzt anfangen, hier irgendwelchen Schritt zu machen. Wo haben die Leichen hin? Clean. Okay, überhaupt nicht clean. Im Nachhinein, wenn man nicht gestorben ist, beim ultimativen Clusterfuck, einfach clean sagen. So funktioniert das, glaube ich, nicht. Also es funktioniert schon so, aber... Würde man das noch als clean bezeichnen? Du bist irgendwie ein, wie soll ich das sagen? Ich vermisse ein Ziel. Wie weit ist es weg, dass wir das nicht sehen können? What the? Wait, what? Oh, wir sind noch zwei Töne. Ich kann keine Mathe mehr. Hitman hat meine Mathematik-Skills auf minus 10 gemacht. Du bist mir zu weit in der Mitte, wenn ich ehrlich bin. Ich darf hier rein, oder? Ich bin einer von euch, oder? Und was ist ein Muni für euch? Ich habe keine Ahnung, was. Okay, du kannst echt nicht drüber. Bitte schießt mich nicht an, danke.
So if we had someone we had to pacify, would you shoot him in the legs? Or maybe go for the shoulder? I'd go for the soft parts of his thigh or maybe try to graze him just on the neck. Okay. Gar kein Problem, die kriegen wir easy. So, jetzt müssen wir noch ein Safe knacken gehen. Dafür sind wir gut aufgestellt. Gut zu wissen, das heißt, in dieser einen Hütte sind Spezialeinheiten drin. Damit können wir viel früher Access zu was kriegen, was wir eigentlich erst viel später kriegen. Der Safe ist nicht hier drin. What the fuck? Das mit dem Timer ist nicht so deins. Das ist ja das Coole am Spiel. Du musst ja keine Timer benutzen. Das heißt, du kannst spielen, wie du möchtest. Du kannst langsam und strategisch spielen oder halt eben schnell. Die haben das ja alles zum Glück in die optionalen Sachen reingesteckt. Und dadurch, dass du ja diese massive Anzahl an Spielstile hast zur Auswahl, glaube ich, ist da wirklich für jedermann was dabei. Und du wirst nie dazu genötigt, schnell zu spielen, außer die Situation eskaliert halt eben. Genau, aber du kannst ja durch Gehirnschmalz und Planung nie zum Eskalieren bringen. Ich kann ja mal gucken, wie viel ich gespielt habe. Ich meine, ein paar davon waren sicherlich noch ein bisschen Einstellungsgedöns und ich habe es leider ein paar Mal im Hintergrund laufen lassen, weil ich es nicht gemerkt habe nach dem Stream. Also ein bisschen abziehen was von. Angeblich haben wir 36 Stunden gespielt, würde ich sagen, vielleicht realistisch ist 30 Stunden. Genau, also 30 Stunden ist meine Hitman-Erfahrung. Ich denke, dafür haben wir uns eigentlich, Moment mal, relativ gut gemacht. Kommt irgendwie so vor, als ob irgendwo ein Haar auf dem Mausbett angeklemmt ist. Das ist ganz tricky. Manchmal hin und wieder so ein kleines Haar von meinem Arm da verfangen und dann knallt die Maus da dagegen. Aber es kann auch einfach nur ein bisschen schwitziger sein. Wir haben, glaube ich, gar kein Kapazitätslimit oder so. Ich habe es noch nicht gesehen. Aber keine dieser Waffen leider beinhaltet eine Schalldämpfung. Also sind die alle für uns komplett egal. So, der Safe ist in diesem Gebäude da hinten. Genau, und das Gute an dem Modus ist, er sowieso grundsätzlich tut er ja nicht den Hauptmodus vom Spiel in irgendeiner Art und Weise entwerten, sondern ist einfach nur noch zusätzlich dazu. Und wenn man ja nur Hitman 3 gekauft hat, kriegt man ja auch noch für den Hauptmodus, glaube ich zumindest, Hitman 1 und 2 ja komplett vollwertig geschenkt. Oh mein Gott, wirklich safe mit dem Explosiven aufmachen. Ja, es gibt aber so viel. Ich meine, wir können es mit einem Rubber Ducky machen. Bloody hell! What the fuck? Ich glaube, es ist sogar ein globaler Alarm. Ich hoffe, die tun den Safe nicht wieder zumachen, aber er ist gesprengt. Ich weiß schon, ich bin eher so planen und umsehen, ungesehen, da habe ich meine Ruhe. Nee, ich denke auch, dass es cool ist, dass es wirklich so viele Spielstile vereint ist. Also ich war ja überrascht davon, wie man das spielen kann. Ich dachte, es wäre nur super langsam möglich, aber dass es dann eben auch diesen Spielstil gibt mit den Timern, hat mich tatsächlich dann auch aufhorchen lassen, als ich dann den Roguelike-Modus bei Elijah gesehen habe. Und dann war ich quasi sold, dass es doch ein Spiel für mich ist, weil ich eben nicht nur langsam. Ich mag auch manchmal langsam, keine Frage. Aber ich mag es auch manchmal einfach clean und effektiv zu sein. Und clean, also nicht clean, ich nenne es immer clean. Nicht clean und effektiv zu sein. Wait, du bist mich verarschen, oder? Auch wenn es so zu tun hast, ob du mich durch. Ja, ich weiß auch nicht was. Irgendjemand hat den Safe gesprengt, aber es muss ein kranker. Ich gehe auch beschützen, okay? Ich gehe auch beschützen. Shit, was ist hier los? Super spicy Tacos. Mios, Dios. Ja, da drin ist nochmal ein Crate. Ja, finde ich auch. Das dürfen wir sogar mitnehmen. Ein Geschenk für. Moment, wir müssen wirklich aufpassen. Ich glaube, das Geschenk kannst du actually in deinen. Da reinmachen. Was ist das denn? Ich habe keine Ahnung, was zum Fick das ist. Aber es müsste sich die Lage ein bisschen beruhigt haben.
Du bewachst jetzt den Safe? Ihr bewacht jetzt nicht beide den Safe. Ist der Safe jetzt leer? Andererseits, Moment mal, wir haben 2500 gekriegt, ohne den Safe zu looten. Nicht euch töte. Hey, get ready. We got trouble. Ja? Sag, du kämpfst doch jetzt nicht den Safe. Das wäre zwar smart von den Entwicklern, aber. Alter, es gab 5000 nur das Smart zu machen. Moment, wir haben noch ein Ziel am Leben? What the fuck? Ich dachte, wir wären fertig mit dem Ziel und deswegen habe ich so ein bisschen aggressiver geschaut. Ah ne, wir haben den uns übrig gelassen. Oh, der ist riskant. Der ist riskant. Ich weiß, wie wir ihn töten werden. Hey, Bro. Freitag sagt DRL, kommt es erst. Wait, Hogwarts Legacy oder was? Oder was kommt erst am Freitag? Oder hast du Hitman bestellt? Nochmal. Nicht nochmal bestellt. Ich weiß gar nicht, hast du Hitman selber gespielt, oder? Nee, du hast nicht Hitman gespielt. Stimmt, du hast mich vorhin gefragt, wie es findest, aber du hast es noch nicht gespielt. Okay, da hast du, wie gesagt, keine Sorge, du kannst das ultra ruhig spielen. Warum? 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 Wir sind tot. Wieso haben die da... Warum? Das, also logisch gesehen ist es absoluter Mega-Fail, das Spiel. Warum sollten sie uns jemals mehr verdächtigen? Warum sollten sie uns jemals mehr verdächtigen als irgendjemand anderen? Oh mein Gott, hätten wir die einfach lassen sollen? Warum wisst ihr, wo ich bin? So eine entspannte Mission, bis wir, warum auch immer, wir hätten erst hier oben auf dem Dach töten sollen. Also warum, es sind alle oben mit Waffen und sie merken sofort, dass wir es waren? Like legit, das ist logisch katastrophal, aber man muss sich ja daran gewöhnen. Es ist wahrscheinlich, weil es sonst zu einfach wäre, aber trotzdem. Im echten Leben hätten die nie und nimmer eine Chance gehabt, rauszufinden, wer wir sind. Fotzen, Alter. Wo gibt es einen Ausgang eigentlich? Wo gibt es einen Ausgang? Hier gibt es einen Ausgang. Da hinten gibt es einen Ausgang. Da gibt es einen Ausgang. Lass mal in die Richtung gehen. Das sieht am entspanntesten aus. Wir sind tot. Glaub's nicht. Ich glaub's nicht. Warum? Ich verstehe die Logik vom Spiel nicht. Keiner von denen war auf uns aggro. Aber sie haben uns sofort erkannt. Ist es, weil wir compromised? Funktioniert so compromised? Ist das compromised, dass jeder sofort erkennt, wer wir sind, obwohl sie eigentlich nicht erkennen sollten, wer wir sind? Ich hab's nicht verstanden. Warum haben die uns jetzt erkannt? Ich muss es nur mein Wort anschauen. Es macht überhaupt keinen Sinn, dass die uns erkannt haben gerade beim Weglaufen. Sonst wäre ich natürlich nicht durch sie durchgelaufen. Holy shit. Okay.
Ich werde mir das im Wort anschauen, aber ich würde jetzt auf jeden Fall eher schlafen gehen und ganz kurz ganz schön demnächst mal dann schlafen gehen. Nee, ich habe nichts gelernt, ehrlich gesagt. Ich habe nicht verstanden, warum wir verloren haben. Ich versuche es jetzt zu verstehen. Ich google auch mal, was Compromise genau bedeutet. Ich kann tatsächlich nicht nachvollziehen, warum die jetzt plötzlich aggressiv waren. Leider haben wir damit eine unserer besten Waffen verloren. Wir haben immer noch eine Silenced-Waffe, aber sie ist nicht diese gute Pistole. Und es war auch noch ein Big Payout. Also das war ein huge L, die Sache. Und wir haben die komplette Kampagne verloren, scheinbar. Ja, das war ein huge L am Ende, aber der große W ist tatsächlich, dass wir jetzt hier zumindest noch 3 Silenced-Waffen dieses Mal übrig haben. Das ist auf jeden Fall deutlich besser. Aber die Pistole war definitiv auf jeden Fall schon mal ein super Loss, den wir jetzt gerade haben. Genau, also dann wünsche ich euch allen eine gute Nacht. Wie immer, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, dass bei dir Hitman dann auch in guter Kondition ankommt. Und ich meine, ist noch nicht morgen, aber wenn es dann ankommt. Aber wie gesagt, rennt ja nicht weg. In einem Tag mehr oder weniger wird man nicht sterben. Ist natürlich schade, aber genau. Dann gute Nacht allerseits. Danke fürs Zuschauen. Bis morgen.